Assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch gut, meine lieben Brüder und Geschwister. Und bevor ich mit dem Video anfange, bitte ich euch, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr das Video liked, mir Kommentare schreibt und dass ihr dieses Video teilt, damit jeder profitieren kann. Heute ist mein zweiter Teil, wo ich dann erklären werde, was wir im Master studieren, an der Esser-Universität in Kairo. Im letzten Video habe ich vergessen zu sagen, dass wir auch noch von dem Buch Murshid al-Hayran lesen. Murshid al-Hayran ist die Verfassung in der osmanischen Zeit. Und von dort lernen wir dann auch eben al-Khiyar, was ich letztens erklärt habe. Das ist ein bisschen einfacher erklärt. Und deswegen lesen wir von dort auch, damit wir das ein bisschen mehr verstehen. So. Hier kann man es schwer sehen, glaube ich. Das Buch Al-Ishba wa-Nazair von Imam As-Suyuti, ein Schafi-Gelehrter. Natürlich gibt es auch das Buch Al-Ishba wa-Nazair li Ibni Nujaym, ein Hanafi-Gelehrter. Und das ist eben Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya. Das bedeutet, damit man zu einem Urteil kommt, muss man nicht ständig immer einen Gelehrten fragen. Oder ich will nicht so allgemein reden, aber man muss nicht ständig für jede Sache ein Urteil finden. Und deswegen haben die Gelehrten sich dann eben Regeln gemacht, Qawaid, damit sie durch diese Regeln herausbekommen, was der Urteil ist. Und so könnte man dann einfacher für jede Sache, wenn etwas Neues rauskommt, ein neues Thema, ein neues Problem, es mit jemand anderem oder mit einer anderen Sache vergleichen. Und dann sagen, okay, der Urteil ist genauso wie bei dieser Sache, weil die Regel so und so sagt. Und das lernen wir dann eben bei Eshbah und Nazair. Natürlich, der Doktor ist ein sehr schöner Doktor und der redet auch sehr vieles, also erklärt auch sehr vieles und das macht auch wirklich sehr Spaß. Die anderen Sachen, die wir auch noch lernen, ist zum Beispiel Usul al-Fiqh. Natürlich haben wir an der Universität Usul al-Fiqh schon gelernt. Und beim ersten Jahr habe ich eben gesehen, dass es mehr eben eine Erkl Kurzfassung ist. Also man erklärt dann eben schnell wieder alles allgemein, umfangreich. Und da haben wir eben dann zwei Doktoren, zwei Professoren, die uns das dann eben erklären. Danach haben wir Nazarat, Hawla Manhaj al-Bahth al-Fiqhi, wie wir eine Arbeit im Fiqh schreiben. Auf was wir achten müssen, wenn wir etwas schreiben, wenn wir etwas suchen, bei welchen Büchern wir suchen sollen und so weiter. Das lernen wir eben. Als nächstes haben wir dann At-Ta'wid an Inha al-Khitba, also etwas, was mit der Verlobung zu tun hat, heutzutage in Ägypten. Also die heutigen Probleme und danach schaut man eben, wie man versuchen kann, dass die Verlobung klappt, sodass die Leute dann eben heiraten. Weil gerade, vor allem in der Corona-Zeit, haben sich sehr viele geschieden. Und dieses Buch lernen wir dann auch. Ehrlich gesagt, das nennt sich dann eben Ahwal-e-Shakhsiyya, also die Lage, die persönliche Lage. Weil heiraten ist ja eine persönliche Lage. Und wir haben dann eben zwei Fächer. Ghairil Muslimin, also die Nicht-Muslime, weil wir haben ja auch Christen, 5% Christen. Und 95% sind dann eben Muslime. Und deswegen lernen wir dann eben, wie man als Richter zwischen Nicht-Muslimen auch richtet. Und dann haben wir eben Fiqh al-Usra, das Fiqh der Familie. Und da eben ist dann eben Ahwal al-Shakhsiyya, also die persönliche Lage, unter den Muslimen. Das lernen wir dann auch. Von heiraten bis zu At-Talaq. Und dann haben wir auch ein sehr schönes Buch, was ich gerne übersetzen möchte, wenn ich oder erklären möchte, wenn ich die Zeit habe. Und wenn ich auch Leute finde, die mich unterstützen. Irshadul Anam ila Ta'arruf ala Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man. Dieses Buch handelt sich über
dem Fiqh al-Hanafi, die hanafitische Rechtsschule, wer Abu Hanifa ist, wer seine Schüler sind, wer seine Lehrer sind, wer die Gelehrten sind, die danach gekommen sind und das dann erklärt haben. Weil Abu Hanifa selbst, rahimahullah, hat die Urteile gegeben, hat über Themen geredet, aber selten, sehr selten über die Beweise geredet. Also von wo hat er diesen Beweis? Und die Schüler danach, die haben das dann eben aufgeschrieben und das ist hier diese Besonderheit der Schüler, dass sie den Lehrer schützen oder dass sie den Lehrer unterstützen. Zum Beispiel Imam Malik, rahimahullah, ist ein ganz großer Gelehrter, den jeder kennt. Imam Shafi'i selbst sagte, Al-Layth, ein anderer Gelehrter, ist afqah, hat mehr Fiqh als Imam Malik. Weiß jemand, wer Imam Al-Layth ist? Sehr selten, sehr wenige. Was sind seine Bücher? Gibt es gar nicht. Warum? Er hat sie selbst geschrieben und sie dann alle dann verloren gegangen. Und deswegen ist seine Rechtsschule nicht geblieben. Und man denkt dann eben, dass diese vier Gelehrten, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i und Imam Ahmed bin Hanbal, dass die die großen Gelehrten sind. Es gibt noch andere Gelehrten. Aber diese vier, deren Rechtsschule von A bis Z, von Sauberkeit bis zum Verbrechen, bis Al-Jinayat, ist geblieben. Und deswegen sind die hier bekannt. Und deswegen reden wir hier über, bei dem Buch Al-Irshad ul-Annam, wer diese Gelehrten sind, was deren Bücher sind, wie sie geschrieben haben, deren Besonderheiten und so weiter. Und auch deren Regeln, also wie sie angegangen sind beim Fiqh. Das ist eben alles, was wir an dem Master studieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich dachte, ich werde eigentlich nur 5 Minuten reden, aber es sind dann schon mehr als 7 Minuten. Wenn ihr noch etwas wissen möchtet, sagt mir einfach Bescheid. Schreibt mir in den Kommentaren. Schreibt mich auf Instagram, auf Messenger oder sonst wo. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.